Yo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 für die PlayStation 1. In Part Nummer 25 müssten wir jetzt sein. Im letzten Part, da haben wir gesehen, dass Rinoa jetzt bei der Hexe ist. Die Hexe hat den Präsidenten umgebracht. Und Squall und Irvin haben bemerkt, dass Rinoa irgendwie oben ist bei der Hexe. Und ja, die wollen jetzt die Rinoa retten. Und wir sind jetzt eingesperrt hier mit Quistis und mit den anderen beiden und müssen einen Ausweg finden. Das werden wir jetzt machen und da werden wir einfach weiterspielen. So, dann gucken wir mal, was ist denn hier? Lag ist zum Beispiel hier. Ist eine tolle Sache, wenn Lag da ist, weiß man. Die Statue werden wir jetzt gleich noch brauchen. Ich habe natürlich wieder mein kleines Guide, meine Guide-Liste neben mir liegen. Die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, damit wir nichts verpassen. Damit es wirklich ein Perfect Game am Ende ist. So, wir nehmen das Glas von dort und machen es hier in die Hand. Auf die Idee zu kommen, ist schon mal richtig krass. Aber wenn das passiert, dann geht ein Weg auf. Ausgerechnet hier? Das ist gemein. Gehen wir. Wir müssen doch gar nicht, wir wissen doch gar nicht, wo es hinführt. Wir können aber nicht hier rumstehen. So, und was wir jetzt erstmal machen müssen, bevor wir runtergehen, ist, wir müssen anfangen, umzukoppeln. Und zwar bei Truppe. Der Squall macht jetzt einmal auf den Xell. Der Irvin macht jetzt einmal auf die Selfie. Und die Quistis hat ein eigenes, oder? Hm? Ach nein! Hatte ich gerade getauscht. So, jetzt hat jeder von unseren Charakteren, sieht man an, die HP, an der HP-Anzahl, dass jeder Charakter aus dem aktuellen Team ausgestattet ist. So. Und wir werden jetzt erstmal gucken, dass aber auch Dings drin ist. Gegner 0%. Das ist nämlich sehr wichtig. Darum geht es nämlich. Das heißt, wir gucken jetzt mal Selfie. Gegner 0%. Okay. Damit sparen wir uns einige unnötige Kämpfe, die uns sowieso nichts bringen. Und ja. Dann würde ich sagen, legen wir los und laufen wir runter. Ich mache mal ein Safe State. Ich hoffe, dass ich damit nicht alles verhunze und mal ein Part irgendwie kaputt ist oder so. Falls das mal passiert, kann ich nichts dafür. Das sage ich gleich. Das habe ich nicht extra gemacht. Ich sitze da und denke mir, jetzt schneidest du den Part weg. Dann haben die den Part nicht. Dann spielen die so weit und dann kommen die nicht weiter. Die kümmern dann nicht weiter. Die kümmeln dann nicht weiter. So, der Dungeon ist eigentlich ziemlich geradeausgehend. Glaube ich. Hallo? Hallo? Oder kann man da irgendwie... Ach ja, genau, man kann über diese Räder springen. Stimmt. Es gibt nicht viel, was man hier falsch machen kann, aber es gibt hier irgendwo in diesem Dungeon ein Magazin, welches wir holen können. Das können wir aber jederzeit zurückholen. Das heißt, wir müssen es nicht zwingend jetzt kriegen. Es fängt an! Dum, dum. Da, da, dum. Da ist er, Squall und Irvin. Und eine Videosequenz. Und ein Lag. Und Pixel. Alles in einem. Meine Güte, was ist das denn für ein Wagen? Da ist die Idee, die Hexe. Epic Dancers. Oh oh, wer steht denn da oben bei der Hexe? Ich habe ihn schon gesehen. Und ein kleiner Lag. Los, auf geht's. Wir müssen ihr helfen. Überleg nicht rum. Rinoa wird sonst draufgehen. Ja, und ich meine, dass wir jetzt hier wieder umkoppeln müssen. Das ist aber nicht so schlimm. Wer hatte denn die Wünschelrute? Ich meine Selfie. So. Einfach irgendwie, irgendwas. Meine ich erstmal. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Wäre nicht so, dass wir dann plötzlich total aufgeschmissen wären. Voll die Dancer. Oh nein, da ist er. Cypher, er ist bei der Hexe. Oh mein Gott. Cypher, schäm dich was. Ja, guck da. I like cheese. My hair. They are beautiful.
Wieso stehst du da oben? Da hast du damit gar nichts zu tun. Because I like cheese. So. Und wir rennen kurzerhand hier in das, vor das Präsidentengebäude, um gleich fett auf die Pauke zu hauen. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst kommt, aber ich meine, hier dürften keine Zufallskämpfe kommen, ich dürfte 0% drin haben. Ich meine, dass ich hier erstmal, ja, auf jeden Fall runtersteigen muss, weil dort dann das Magazin ist. Und dann kann ich mich auch schon so verhalten, wie es ist. Also ich kann das Setup so lassen, weil, ja, weil Baum. Wo bin ich denn? Ach, da oben sieht man gar nicht. Ach, und der Squall guckt mal dem Irwin mal kurz unter sein Röckchen. Röckchen, Schneeflöckchen. Und was wir hier machen, ist wie gesagt erstmal nur eine Zeitschrift holen, weil wir ja gerne lesen. Man muss sich auch irgendwo bilden. Und ganz klar, man bildet sich auf jeden Fall in der Kanalisation. Das macht man immer so. Ja, was ist das denn? Nochmal ein Screen oder was? Was willst du jetzt? Waffenmai! Kennen Sie schon? Neue Bildung! Raketenwerfer! Der haut weg wie nix! Have a good day! As always, have a good day oder have a nice day! So, und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal wieder zurück nach oben krauchen, weil es jetzt weitergeht. Und natürlich, wir kennen das Syndrom. Ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist, aber ich laufe immer erst wieder zurück runter. Bin ich einfach zu blöd, um eine Leiter zu bedienen, oder was ist das Problem? Ich weiß es nicht. Nein, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, da haben wir alles fertig. Wir werden jetzt aber ein Safe State setzen, denn wir werden Draw auf jeden Fall brauchen. Das heißt, wir werden jetzt gleich checken, ob wir Draw haben oder nicht. Es kann sein, dass es dann wieder das Team wechselt. Es kann sein, dass noch ein paar Kämpfe kommen, aber ich glaube nicht, dass ich, dass ich Squall irgendwie abrüsten sollte. Also Squall sollte auf jeden Fall irgendwie Draw haben oder so. Das ist wichtig. Und er sollte auch ein bisschen was rausballern können an Damage. Ich werde gleich gucken. So. Aber an sich ist das jetzt hier nicht tragisch. Also die Gegner, die jetzt kommen, sind recht einfach. Wichtig ist Draw, Draw, Draw. Nicht vergessen, ihr braucht Draw, 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 Draw. Braucht ihr. So. Und dann werden wir jetzt erstmal kurz unsere Items checken. Und zwar, was heißt Items? Ich will ganz kurz die Koppelung von Squall checken zur Sicherheit. Wir haben Draw, wir haben Wunschelrute. Oha, alles gut. Wunschelrute brauchen wir aber nicht. Ich mache hier Stärke 20 noch. Und dann haben wir hier fette Stärke in seinen Maul rein. Und ja, dann können wir weitermachen. Wer hat eigentlich hier jetzt Gegner 0? Ist das jetzt der Irwin? Der hatte Gegner 0? Ah gut, dann können wir den Irwin immer austauschen. Merkt euch, den Irwin tauschen wir. Also falls wir nochmal vorher, vor dem nächsten Kampf, mit der anderen Truppe unterwegs sein müssen, können wir den Irwin austauschen, um Gegner 0% zu bekommen. Und ja, Squall reicht aus, um alle Gegner jetzt platt zu machen, um alles zu drawen. Is everything alright? Dum 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 dum. Ja. Meine ich nicht, dass wir sowieso hier irgendwie hoch müssten oder so? Ich weiß es nicht mehr. So, da ist der tote Präsi. Wir können ja auch gerne nochmal ganz kurz aufs Podest, um zu gucken, ob die Leute uns auch anjubeln. Hallo, my name is Squall. And I like cheese. So, die Leute, ja, yeah, cheese. Cheese for the world. God bless America. Nein, Spaß. Okay, Leute, weiter geht's. So. Wir gehen jetzt hier rein und da gibt's ja jetzt diese kleine Sache mit dem Drawn. Das ist nämlich ganz wichtig gewesen, sonst verpasst ihr diese Beschwörung. Genoa! Oh mein Gott, Battle of Crazy Doom! Das ist ein Epic Crazy Darkness Doom! Was auch immer ich laber. Ich hab keinen Plan, ey. Gegen zwei Mongos und... Ach ja, nicht vergessen, beim Shot die Munition wählen. Mit R1 macht's Pang, Pang. Alles klar, Bruder? Hoffentlich kriegen wir nicht so viel aufs Maul, weil wir irgendwie gerade nicht so gut drauf sind. Ah, da könnten wir einmal Shot machen. Können wir mal gucken, dann ballern wir ihm mal so ein bisschen Stahlmunition in die Fresse. Macht bestimmt Spaß. Moment. Lavahauch.
Lava-Hauch in deinen Bauch. Wir haben vergessen, sie zu healen. Oh mein Gott. Und er wird gehealt. Was für ein geiler Zufall. Mantelschuss. In your Maul, Bitch. Boah, in sein Maul. Und kriegt null. Ist ja geil. Hat er echt was gerissen, ey. Nix Shot. Ich will jetzt hier nix Shot. Nix Shot. Ich will Multi. Multikulti will ich. Auf geht's in dein Maul, Junge. Nachdem ich ihm natürlich Kabankel schon gestohlen habe. Perfekt. Herzensbrecher, der ultimative Finisher. Jetzt können wir das wenigstens hier schon mal sehen, nachdem wir uns die Arbeit gemacht haben, Löwenherz auf Disc 1 zu holen. Bats in sein Maul. Oh, guckt euch den Damage an. Es ist nicht normal. Der Typ hat vielleicht gerade mal, was weiß ich, wie viel HP, 2000 HP oder so. Wir zerreißen den gerade. Guckt euch den Damage an, das ist geistig zurückgeblieben. So. Weg mit dem Bruder. Batz in sein Maul. Und er ist tot. Wer hätte es gedacht nach dem Damage? Dam, dam, da, da, dam. Und wir haben ihn in die Tonne getreten. Weg mit dem Gegner. Wir kriegen natürlich keine Erfahrungspunkte, aber wir kriegen einige AP für die GFs, die wir ausgerüstet haben. Und hier ist Kabankel. Kabankel ist die 7. Guardian Force in Final Fantasy 8. Element hat es keines, jedoch zaubert es den positiven Zustand, Reflekt auf das Team, wenn man es beschwört. Ihre entgegengesetzte Guardian Force ist Siren und ihr Angriff nennt sich Rubinenglanz. Kabankel kam das erste Mal in Final Fantasy 3 als ein schrecklich aussehendes Monster unter dem Namen Kabunkel vor. Als Beschwörung hatte es sein Debüt in Final Fantasy 5 ebenfalls unter dem Namen Kabankel. Die Idee hinter Kabankel kam von einer alten Bezeichnung seltener roter Edelsteine, die man früher Karfunkel nannte. Beispiele hierfür sind Granat, Rubin oder Spinell. Infos über die Triple Triad-Karte von Kabankel findet ihr wieder wie immer rechts unten im Bild. So, und dann gehen wir mal auf Bestätigen. So, dann dürfen wir jetzt Rinoa wecken können. Ich hatte solche Angst. Oh, du Arme. Ich hatte solche Angst. Es ist vorüber. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Das war doch nicht dein erster Kampf. Alleine konnte ich nichts ausrichten. Ich konnte alleine nicht kämpfen. Sie ist eben ein Amateur. Wir gehen. Deine Anweisungen gelten nach wie vor. Du bleibst in meiner Nähe, sagt er. Ich dachte, das war jetzt sie. Sorry. Deswegen erst die komische Stimmungsschwankung. Und da kommt er zurück, der gute Irvine. Die Apfelsine. So. Und jetzt gehen wir erstmal hier runter. In den Deckel. In den Deckel. Ich laber Blödsinn. So. Und hier irgendwo müssen wir uns jetzt hin chillen. Irgendwo findet sich auch noch ein Klo. Ach, da hinten ist es. Ach, steht ja nur so irgendwie aus der Wand ab. So ein fettes Gewehr, so Scharfschützengewehr. So, Irvin, hier. Deine Plastikgun. Irvin Kineas, dein Auftritt, deine Plastikgun, dein Pixel-Error. Und er sagt, ja. Wer schläft mit einem Auge wach vor Angst in seinem Nachttischschrank mit einer Plastikgun? Es ist Irvin, gibt ihm neuer Flaschenpfand. Warum ist er plötzlich so still? Verstehe, er will sich konzentrieren. Er will sich konzentrieren auf Cheese. Der einsame Schütze. Von hier aus hört man nichts. Was ist mit der Parade? Cypher, du lebst also noch. So, und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt bald quitten können, den Part. Rinoa. Cypher lebt. Er marschiert zusammen mit der Hexe.
Was hat das zu bedeuten? Weiß ich's? Wenn ich mit der Hexe in einen direkten Kampf verwickelt werde, muss ich dann auch gegen Cypher kämpfen? Ein Sith kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte. Und sie macht Blödsinn. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So etwas ist doch normal bei euch. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern? Hängt alles von Irwin ab. Das kann doch nicht. Der Typ hat Angst? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Oh mein Gott, Facepalm für Irwin Kineas. Das Örschwein kriegt einen Facepalm. So, und wir sind wieder zurück mit diesem Team. Und dann war es das erstmal für diesen Part in dieser Folge. Natürlich auch wieder eine schöne Zuschauerfrage für euch. Meine heutige Zuschauerfrage an euch lautet: Welchen Final Fantasy Bösewicht habt ihr am lächerlichsten gefunden und wieso? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.